Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen natürlich hier bei Simrise TV. Mein Name ist Lutz Enger, ich bin heute alleine. Jens Burkhardt ist heute nicht anwesend. Und wenn ich schon sage, Jens Burkhardt ist nicht anwesend, dann kann es natürlich nur eins bedeuten. Wir sind heute wieder beim GSMF Porsche GT3 Cup hier auf der Race Day Speed Association. Und ja, also eigentlich müsste man schon erkannt haben, wo wir uns auch finden, auf welcher Strecke. Nürburgring! Ja. Rundenzeiten unter 50 Sekunden, zumindest im Qualifying, denke ich mal, werden wir sie sehen. Hier im freien Training haben wir die auch gerade. Oder sehen wir sie hier auch gerade. 49,236. Da ist dann auch nochmal irgendwie ganz viel Platz da oben auf der... auf der Scoring-List, auf der Timeline da oben. Naja, also, wie auch immer, also Nürburgring, Action ohne Ende. Strecke ist freigegeben, sprich, die gelben Linien, die Streckenbegrenzungen sind, ja, gelten heute nicht. Und wir sind mal sehr gespannt, was das hier heute wird. Da dürfen wir wirklich gespannt sein. Und ich sag mal, sehr viel Cutting ist ja eigentlich nicht möglich. Aber, naja, wir wissen es nicht so ganz genau, was alles passieren kann. So, kommen wir mal ganz kurz zur Strecke. Und ihr merkt gerade, ich bin hier im völlig falschen Programm online. Aber das macht gar nichts. Genau. So, da haben wir auch schon eins von den Herzchens. Ich muss erst mal gucken, welcher das ist. Das ist der René, der momentan auf der 2 fährt. Der Mario Schili hat hier heute bisher, und die Zeit steht schon verdammt lange, Bestzeit hier in diesem freien Training gefahren. Also da dürfen wir sehr gespannt sein. Okay, René kommt in die Boxengasse. Und ich denke mal, jetzt wird irgendwann in den Minuten jetzt das freie Training beendet sein. Und dann werden wir in das erste von zwei Qualifyings gehen. Wollen wir mal hoffen, dass das alles funktioniert. Jetzt weiß ich nur nicht, soll ich das tun oder tut das jemand anders? Also gucken wir mal jetzt hier so in die Zeit. Und da sehen wir Mario Schili mit der besagten 49,236, René Herzig mit 49,274, ganze 38 Tausendstel dahinter. Christian Rückert nochmal 2 Zehntel zurück mit 49,502, Maxi Wolter 49,7. Also das ist arschknapp hier, Entschuldigung den Ausdruck, aber so muss man das wohl sehen. Also die Herrschaften schalten hier selber um. Das ist schon mal schön und ja, natürlich läuft wieder eine Zeit, die, ach, das werden die Herrschaften wohl nie lernen mit der GDB, aber gut, macht nichts. Wir sehen, um 19.34 Uhr hat das Ganze hier begonnen und ja, und dann rechnen wir einfach die 15 Minuten drauf, oder die 10 Minuten drauf und dann ist das hier erledigt. Genau. So, 18 Fahrzeuge haben wir hier heute in der Grid. Ist, ja, nicht ganz so wahnsinnig viel, aber es sind auch einige entschuldigt und auch einige unentschuldigt. Ja, 57 sage ich dann nur. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Ja, also tolle Bilder hier, das muss man mal ganz klar sagen, wenn man sich das hier so anschaut. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Herr Schili das, was er hier im freien Training gezeigt hat, im ersten Qualifying wiederholen kann. Da kam so ein bisschen der Propos des Fahrzeugs.
Ja, und dann seht ihr mal, wie das hier zur Sache geht. Ach ja, Mensch. Naja, man kann ja ein bisschen was erkennen. So, und momentan ist Edgar Ostermann auf der vorläufigen Pole, die keine ist. Aber die Zeit ist schon mal gut für die Top 10. Also unter 50 Sekunden muss man bleiben hier für die Top 10. Und wir gucken mal, ob der Mario hier kontern kann. Aber der hat hier echt ein Problem beim Rausbeschleunigen. Wird hier auch noch angegriffen. Na, wo ist er denn hin? Ja, da bricht er auch die Runde ab. Das bringt nichts. André Burger fährt aktuell auf der zweiten Position. Also das ist definitiv eine Strecke, wo die Leute, die man sonst nicht allzu häufig ganz vorne sieht, durchaus mal eine Chance haben auf eine Top-Runde. Das hier war erstmal keine. Upsala. Und da wurde der Buletten-Porsche etwas überbremst. Aber auch von André wird das mit Sicherheit keine gute Runde. So, Phil Ostaszewski ist auf die 3 gefahren. Aber hat jetzt massiv Rückstand. Das wird wohl nichts. So, das müsste entweder Kurt Mildenberg. Ah, nee, Steffen Streblo ist das. Wer jetzt hier in die Box kommt. Jörg Sassmannshausen. Der Mann, der hier unsichtbar ist. Was war das denn eben? Ich hoffe, das war im Stream nicht so. Hoppsala. Und auch da ging das Auto dann mal weg. Ja, selbst bei 18 Fahrzeugen ist es extrem schwer, hier eine freie Runde zu finden. Uiuiuiuiui, wer ist denn das hier? René? Nee, Enrico. Meine Güte, ich glaube, René ist vorne irgendwie ein bisschen dunkler. So, gucken wir mal zum 11. Platz. Da fährt momentan der Fred Dunkel. Warum gucken wir zum 11. Platz? Ganz einfach, weil die Top 10 ein zweites Qualifying fahren. Der Fred jetzt mit 8 Zehnteln Rückstand. Schauen wir mal. Das würde nicht reichen. Die ersten 10, jetzt fährt der Dirk Sassmannshausen auf den 8. Platz. Die ersten 10 sind innerhalb von 0,6 Sekunden. Und die ersten 13 innerhalb einer Sekunde. Ja, und das wird jetzt ganz sicher nichts mehr. Gucken wir mal noch. Ja, Dennis Erner macht hier momentan keine großen Anstalten. Dem würde ich noch am ehesten zutrauen, hier in die Top 10 reinzufahren. Gucken wir mal, was der Tom Krüger hier treibt.
Topseller. Ja, und genau das ist das Problem hier. Und da hoffen wir mal, dass wir am Rennstart bei der Zufahrt auf die Spitzkehre hier nicht allzu viel Blechschäden verzeichnen müssen. Jo! Oh Gott, oh Gott. Ja. So, der Lars Pokowski. Im Augenblick 15. Ja, ich weiß nicht, warum der Dennis nicht nochmal rausfährt. Ob ihm das genug ist. Ich kann es nicht sagen. Auch Daniel Strebloh. Menschenskinder. So weit zurück. Ich weiß nicht, ob die Autos hier, warum verschwinden die hier alle? Verbessert sich jetzt noch um einen Platz auf Platz 13? Ja, der hat, glaube ich, Probleme im Internet. Das ist das Entscheidende hier. Jetzt hat er nämlich einen Disconnect. So, gehen wir noch mal auf die 11 zu Fred Dohnke. Ja, 7/10. Nein, auch das würde nicht reichen. Er wäre jetzt mit der Zwischenzeit vorbei an Daniel Strebloh, aber das würde ihm noch keinen Start im zweiten Qualifying bringen. Nein, es reicht auch nicht. Es sind dann 0,768, die er am Ende auf der Uhr hat. Also, das war zwar seine persönliche Bestzeit, aber hilft nichts. Es ist der 12. Platz. So, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Nee, da habe ich gar nichts richtig gesehen. Der Dennis Erner ist nach wie vor drin. Ja. So. Daniel Strebloh ist zwischenzeitlich auf die 11 gefahren, hat den Fred Dohnke verdrängt, kommt jetzt hier nochmal in die Box. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er sich jetzt hier nochmal... Hoppala, was ist denn hier los, sag mal? Bin jetzt nicht ganz sicher, ob er nochmal rausfährt. Fred Dohnke ist auf die 10 gefahren. Oh, was habe ich da bei Christian Rückert gesehen? Menschenskinder, vorne hat sich ja alles verändert. Christian Rückert hat sich hier mit einer 49,359 erstmal in diesem Durchlauf die Pole gesichert. Eine Zehntel Vorsprung auf René Herzig, Edgar Ostermann auf der 3, Maxi Wolter 4, Micha Würz 5, André Burger 6, Mario Schili, der vorhin so gut unterwegs war. Dem fehlen hier über gute 6/10. Auf der 7 Dirk Mastersmannshausen, auf der 8 Phil Ostaschewski 9 und Fred Dohnke 10. Das sind die Top 10, die momentan ins zweite Qualifying kommen. Und der Enrico Herzig macht einen Riesensatz nach vorne. Fährt auf die 8. Ja, sensationell. Fred Dohnke wieder draußen. Aus den Top 10. Mario Schili verbessert sich auch nochmal um 3 Plätze. Jetzt auf Platz 4. Nur noch 2,5 Zehntel zurück. Und nur 9/1000stel hinter Edgar Ostermann. Allerdings hinter ihm ist der Maxi Wolter mit ebenfalls oder mit auch nur 19/1000stel und Michael Würz auf der 6 hat 51/1000stel Rückstand auf Maxi Wolter und André Burger 71/1000stel auf Michael Würz. Also das ist, ja, Abstände sind das nicht wirklich.
Aber Rückert ist hier nochmal auf dem Weg zu der neuen Bestzeit. Der wohnt ja da auf der Strecke. Irgendwo einer dieser Gullideckel, da ist ein Klingelschild dran. Ja, es hat nicht ganz gereicht. 3000stel hat er verpennt. Dichte. So, jetzt gehen wir nochmal auf die 11 und gucken. Upsala, oh, der Phil wird sich ärgern. Ist nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten 50 noch. Dann muss er über die... Ja, muss er seine letzte Runde begonnen haben. Und er hat Verkehr vor sich. Die Runde kann er jetzt erstmal knicken. Jo, und jetzt ist es gleich mal ganz vorbei. Schauen wir mal. So, anbremsen das ganze Ding. Oh, ich glaube, da ist er ein bisschen weit rausgekommen. War ein bisschen spät gebremst. Guck mal, was die Zwischenzeit sagt. Die kommt ja hier schon nach 15 Sekunden. Ja, das ist schon eine halbe Sekunde. Das kann er knicken. Das fährt er nicht mehr raus. Und hier auch zu wenig aggressiv, zu weit weg von den Leitplanken. Hier kann die zur Topzeit nur gefahren werden mit absoluter Präzision. Hier gibt es nicht sehr viele Stellen, an denen man Fehler machen kann. Deswegen muss man an denen, wo die Möglichkeit besteht, wirklich absolut präzise fahren. Das sind eigentlich nur 4 Stellen, also von daher, ja. Ja, und es bleibt bei Platz 11. Christian Rückert hat es dann doch noch geschafft, eine etwas bessere Zeit zu fahren, nämlich 49,299. Ja, da kann man glaube ich nicht so wirklich meckern drüber. Das ist eine Top-Zeit. Achso, jetzt sehe ich das auch. Also, Stefan Bäumer, Thomas Kühn, Axel Schweiger und Daniel Borowski, die haben hier nur eine schnelle Runde. Wobei Daniel Borowski ist gar nicht dabei, der Lars Bukowski ist dabei, aber der wird ja wohl nicht die Strafe für den namensähnelnden absitzen. So, Herr Ostaszewski, letzter Versuch. Nee, das reicht wieder nicht. Immer noch Platz 11. Und ich denke mal, jetzt sollte die Zeit eigentlich abgelaufen sein. So, der Daniel Streblow ist auf der 12. Dennis, ja, der ist aber auch noch draußen. Da gucken wir mal, was... Also dem würde ich noch... Oh, nee, der... Der probiert ja, nee, der hat massive Internetprobleme, der Junge. Ja, wir sehen es hier, es geht gar nicht. Ein Ping von 1100 über 1000. Oh, 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 oh. Nee, da standen schon welche drin in der Garage. Ja, das war verkehrte Box. Unglaublich. So, dann haben wir ein Ergebnis aus dem ersten Quali und das werde ich euch gleich nochmal verkünden, wo ich hier das auch darf. Genau,
Also, Christian Rückert. Mit gefahrenen 16 Runden. Das ist Spitze zusammen mit Enrico Herzig und Fred Dunke und Phil Ostaszewski. Kommt auf eine 49,299 und steht damit erstmal auf der vorläufigen Pole. René Herzig auf der 2, Edgar Ostermann auf der 3, Mario Schilly 4, Maxi Wolter 5, André Burger 6, auf der 7 Micha Würz, auf der 8 Dirk Sassmannshausen, auf der 9 Enrico Herzig, auf der 10 Fred Dunke, Phil Ostaszewski auf der 11, Daniel Streblo auf der 12, 13 Dennis Erner, 14 Lars Borkowski, 15 Tom Krüger, 16 Steffen Streblo, 17 Stefan Bäumer, 18 Berger, 19 Thomas Kühn. So sieht es hier momentan aus. Und der Thomas hatte, glaube ich, Plättenquali-Verbot. Die Herrschaften sind wieder unterwegs und das ist jetzt das Top-10-Quali. Das geht über ganze 10 Minuten und ja, da werden wir mal sehen, was die Herrschaften sich hier jetzt einfallen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schwierig heute. Man kann hier echt keinen Tipp abgeben. Rückert hat definitiv eine richtig gute Performance, nützt aber nichts, wenn er Verkehr hat. Und gut, das ist mit 10 Autos vielleicht ein bisschen einfacher als mit 20 beziehungsweise 19, aber naja, wir werden sehen. Also momentan erstmal da vorne, ob er das jetzt verteidigen kann, werden wir sehen. René Herzig ist genauso ein Kandidat dafür, dass er hier vorne steht. Edgar Ostermann, Mario Schilly, Maxi Wolter, also den 5 würde ich auf alle Fälle zutrauen, hier eine Bestzeit zu fahren. Bei Volta ist man sich da nicht immer ganz so sicher, wenn er sich wieder irgendwelche Witze ausdenkt, dann könnte es auch daneben gehen. Aber konzentriert ist, könnte da auch eine super Zeit bei rumkommen. So, gehen wir mal gucken hier auf die Strecke. André Burger kommt, glaube ich, hier als erster über Startziel. Und geht in eine gezeitete Runde. Nee, da hat schon einer gefahren. Und zwar René Herzig hat eine 49,967 hingelegt. Und absolut zeitgleich Micha Würz und Christian Rückert fährt auf Anhieb eine 49,469. Also Herzig und Würz zeitgleich. Na gut, das ist auf der Strecke noch am wahrscheinlichsten, weil es dürfte eine der kürzesten sein, die wir haben. Und vom Anspruch her jetzt auch nicht so, dass man ja da besonderes Geschick benötigt, um hier eine Runde rumzukommen. So, aber André Burger hier mit einer guten Zeit. Da war ein Postauto, welches sich irgendwie ein bisschen zerdröselt hat. Darf ja kein Escape gedrückt werden hier. So, jetzt hat er 4/10 Rückstand, der André. Das würde im Moment für den 3. Platz reichen. Ne, für den 4. Sind sogar schon 7/10, aber für Platz 5 ist es geworden. Wobei das jetzt mit 1/1000 Rückstand auf Mario Schilly, auf den 4. Platzierten. So, und Rückert hat gleich nochmal nachgelegt mit einer 49,303 und ich glaube, das wird ganz, ganz schwer zu toppen. Gucken wir mal hin zum René Herzig. Nee, Mario Schilly ist gerade auf die 2 gefahren. Mario Schilly mit einer 49,534. 0,2. Und jetzt Edgar Ostermann mit... Oh, Wahnsinn. Mit 0,182 Sekunden hinter Christian Rückert. 49,485. Also das ist noch nicht hundertprozentig, dass der Herr Rückert hier
auf Pol steht. Ich denke mal nicht, dass der sich jetzt in der Box ausruht. Zumal er weiß, dass auch Mario Chili hier schon 49-2 gefahren ist, aber nicht mit solchen Drifts. Redonke verbessert sich jetzt auf die 5. Position. Und Michel Würz verschiebt auf Platz 6, Maxi Wolter 7, André Burger 8, Dirk Sassmannshausen 9, Enrico Herzig auf der 10. Alle innerhalb einer Sekunde. Ja, er ist sehr, sehr aggressiv unterwegs hier, der... Er kommt in die Box, der Mario Chili. So, René Herzig. Kommt jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit. Und hat Rückstand. 98.000stel! Das wird knapp. Platz 5. Ja gut, mit 0,278 Sekunden Rückstand auf die Spitze wird der Knabe Platz 5. Maxi Wolter ist vorgefahren auf die 2. Position mit 50.000stel Rückstand auf Christian Rückert. So, und dann muss man natürlich jetzt, also das ist natürlich jetzt ein Oberbrüller. Dann haben wir vielleicht gute Chancen, dass er heute Abend keine Witze erzählt. Das heißt, es kann ein richtig schöner Abend werden. Ja gut, das wird jetzt eine Inlap. Edgar Ostermann, den haben wir noch gar nicht im Bild gehabt, so wirklich. Und er, ich meine, er steht auf Position 3. Und ich meine, der Junge weiß, was er tut. Weiß Gott, oh nein, 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 solche Drifts kosten Zeit. Die kosten zu viel Zeit auf dieser Strecke. Das kann man vielleicht ins Barmer verknusen, aber nicht hier auf dem Norrisring. Ja, da sehen wir es. Eine Sekunde, fast 0,9 Sekunden Rückstand. Der Mario hier wahrscheinlich auf einer missglückten Runde. René Herzig, was tut er? René. Jetzt sieht alles sauber aus, aber das ist auch noch seine Outlap, das heißt, da kommt die Zeit erst in der nächsten Runde. Dirk Sassmannshausen, ich denke mal, weiß ich nicht, der sagt sich, wo hier reicht's. Keine Ahnung. Denn er könnte jetzt, ja, er könnte noch rausfahren, aber ich denke mal, das tut er nicht. Da hat einer... Ach, ja, René, da hat er es übertrieben. Er hat noch eine Minute. Also wenn er sich streckt, könnten es noch zwei Runden werden. Weil die hier dürfte jetzt ziemlich in die Hose gehen, weil er hier nicht genügend Speed hat. Klingt jetzt albern. Oh
Mann, und da steht sein Bruder im Weg, aber das war ein ziemlich sauberer Triff drumherum. Ja, nur 2 Zehntel Rückstand. Und das schon, nachdem er nicht den vollen Speed auf der Geraden hatte. Nee, also das wäre jetzt schon keine Verbesserung mehr. Also er muss sehen, dass er hier nochmal über Start und Ziel kommt. Das gelingt ihm auch. 10 Sekunden vor Schluss. So, und jetzt muss alles passen. Jetzt muss alles passen. Er muss jetzt perfekt fahren. Und er ist schneller im ersten Sektor. Zeit für René Herzig im ersten Sektor. Sollte der es wirklich auf den Punkt hier abrufen, in der letzten möglichen Runde, das wäre der Oberhammer. Und hier fehlen ihm schon 3 Zehntel. Denk mal, da ist dann die Motivation auch weg. Jo, da kommt dann die Box. Der Ostermann kommt auch rein. Das ist, glaube ich, der letzte, der noch auf der Strecke war. Und dann haben wir ein Endergebnis hier. Also, ja, denke mal, muss man sich nicht verstecken, aber irgendwie ist uns ein Auto abhanden gekommen. Ich glaube, der Daniel Streblow fehlt. Ja, der hat so massive Internetprobleme. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Schade. So, Christian Rückert wird mit Maxi Wolter in der ersten Startreihe stehen. Also Fast Lane heute Platt, erste Startreihe. Edgar Ostermann und Mario Schili in der zweiten Startreihe. Dritte Startreihe für René Herzig und Dirk Sassmannshausen. André Burger auf der 7 zusammen mit Micha Würz auf der 8 in der vierten Startreihe. Fünfte Startreihe dann auf Platz 9 Fred Dunke und 10. Enrico Herzig. Auf 11 Phil Ostaszewski, 12 Daniel Streblow, 13 Dennis Erner, Lars Borkowski auf der 14, Tom Krüger 15, Steffen Streblow 16, 17 Stefan Bäumer und 18 Kurt Mildenberger. Wollen wir mal gucken, ob der Daniel Streblow hier noch sein Internet in die Gänge kriegt. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Der ist wohl irgendwie umgezogen und hat noch nicht so wirklich Internet. Ich weiß nicht, wie er da jetzt online geht, womöglich per Mobilfunk oder was auch immer. Also was die Leute tun, um am Rennen teilnehmen zu können, da soll mir noch mal einer sagen, ich habe irgendwie, ja, ich konnte gestern nicht oder so. Ne? Also das ist echt allen Lobes wert. So. Dann warten wir jetzt aufs Qualifying. Quatsch, aufs Warm-up. Das haben wir jetzt. Jetzt beschäftigen wir uns mal so ein bisschen mit der Meisterschaft. Nämlich ganz spannend eigentlich. Weil wir haben in der Fahrermeisterschaft 2 Leute, die auch heute Abend mit dabei sind, punktgleich. Die ersten beiden, Christian Rückert und René Herzig. Also beide auf Platz 1 momentan mit 270 Punkten. Dennis Erner dahinter mit 232 Punkten. Mike Kolosche, der ist heute nicht dabei, mit 208 Punkten. Mario Schidi hat die Chance, auf seinen Teamkollegen aufzuholen mit 178 Punkten. Dirk Sassmannshausen 164 Punkten. Punkte, der ist auf der 6, auf der 7 Fred Dunke mit 163, Micha Würz mit 144, Phil Ostaszewski 132 und Maxi Wolter 118. Der, wenn er heute so weiterfährt, kann er heute gut Punkte machen, um so ein bisschen den Anschluss an die, weil er hat jetzt, na gut, na so schlimm ist es jetzt auch nicht,
Was ist denn das jetzt hier? 14 Punkte Rückstand auf den Phil Ostaszewski. Also geht noch. Geht noch. Und ja, wie gesagt. Teamwertung sieht aus. DG Motorsport powered by FLR mit 401 Punkten. Frikadelle Virtual Racing Team 1 mit 386 Punkten. Jägermeister Racing mit 372 Punkten. Team RSA mit 318 Punkten. Das Frikadelli Virtual Racing Team 2 mit 308 Punkten. Dann auf der 6 auf der No Name Racing mit 243. Auf der 7 auf der. Moment, auf der 6. Frikadelli Team 2 ist auf der 5. Genau. BMS Racing dann auf der 7. KDS Motorsport auf der 8. Auf der 9 Team Sabotec. Und Next Gen Racing auf Position 10. Genau, so sieht's aus. So, jetzt mal wieder zurück. Ja, und im Warm-up geht es hier gleich weiter. Wir haben zwar keine 49er Zeiten mehr gefahren, aber tiefe 50er, nämlich René Herzig, 50-207. Edgar macht hier ein paar Startübungen, weil er genau weiß, wie wichtig das hier ist. Wir haben hier unseren Startweltmeister René Herzig und ja, mal gucken, was dem gelingt am Start, ob er da ein paar Plätzchen gut machen kann. So, ich höre gerade, hier gibt es noch ein paar Dinge wegen der Platzierung. Das habe ich mir jetzt beinahe gedacht. Ein bisschen spät, weil ich natürlich jetzt hier durchsuchen. Dann wollen wir mal gucken.
Ach, Leute, Leute, jetzt habe ich die Seite zugemacht, oder? Habe ich gehabt. Was? Ach so. So, wir haben dann noch ein paar Strafen. Und zwar hat bekommen der Stefan Bäumer hat 3 Positionen zurück, der Lars Borkowski hat 3 Positionen zurück, der René Herzig hat 3 Positionen zurück und der Daniel Streblo 8 Positionen zurück. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der Daniel jetzt fahren kann oder nicht. Das ist jetzt wieder so eine tolle Sache, wenn der jetzt hier am Start ist, aber dann nicht zu Ende fahren kann. Was ja nach bei der Internetverbindung wahrscheinlich ist, ja, dann hat er seine Strafe eigentlich abgesessen. Ist dann mehr oder weniger ein Streichergebnis. So, wir sind im Race Before. Es wird ernst, meine Damen und Herren, es wird ernst. Hier unten laufen nochmal die Zeiten durch, zumindest von den Top 10. So, RSA untypisch wird hier jetzt eine Reconnaissance Lab gefahren, das heißt, was ist denn jetzt? Warum fahren die nicht raus? Ah, die warten tatsächlich die 30 Sekunden ab? Ich mag es nicht glauben. Doch? Wow, was eine Disziplin, ich bin ja völlig entsetzt. Also, das ist ja so, als ob man zu seinem Kind sagt, du darfst heute Abend länger aufbleiben, weil du den Film dann gucken darfst und das Kind sagt, nee, ich möchte ins Bett. Unschadet durch irgendwelche Strafen oder alles sauber hier Christian Rückert auf der Pole. Also da wird sich so schnell auch nichts ändern. Maxi Wolter auf der 2. Auf der 3 Edgar Ostermann. Auf der 4 Mario Schili. Auf der 5 Dirk Sassmannshausen. Auf der 6 André Burger. Warum ist das so? Weil René Herzig ja auch noch ein paar Plätzchen zurückversetzt wurde. Micha Würz auf der 7. Da haben wir den René. Auf der 8. Auf der 9 Fried Dohnke. Auf der 10 Enrico Herzig. 11.
für Phil Ostaszewski, 12 für Dennis Erner, 13 Tom Krüger, 14 Steffen Streblow, 15 Kurt Mildenberger, 16 Lars Borkowski, 17 Daniel Streblow. Wollen wir hoffen, dass es alles klappt. Stefan Bäumer auf der 18. Ja, dann ist uns hier aber tatsächlich, einer ist uns abhanden gekommen. Wenn jetzt beide Streblows da sind, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig welcher. Also dann drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass hier niemandem was passiert. Der verschwindet schon wieder, der Daniel. Und hat schon wieder empfing von Schlag mich tot. Das wird nix. Nee, das kann er knicken. So, die Ampeln sind noch nicht an. Wir warten noch auf die letzten Fahrzeuge. Da haben sich noch ein paar gut Zeit gelassen. 36 Runden sind zu absolvieren. Und das zweimal. Wir fahren ja zweimal 20 Minuten. Also, das allerdings stimmt mit den 36 Runden. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig schlüssig. Na, bin ich mal gespannt. So, jetzt sollten aber langsam alle zur Ruhe kommen, genau. So, jetzt gibt es die Formation Lab. Das Bilder, oder? Sieht mal richtig geil aus. Nicht der Rennstart. Also das ist jetzt die offizielle Formation Lab zum Anwärmen der Bremsen und Reifen. So, die Ampeln sind an, alle stehen und auf geht's, hier, zu diesem Wahnsinnslauf. Oh, sind die lange an, was ist denn hier los? Oh, wow! So, wir sind in der ersten Kurve und da gibt's natürlich ein bisschen Lackaustausch hier. Und Christian Rückert führt vor Maxi Wolter und Edgar Ostermann. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Die sind genau in der Reihenfolge nach vorne gekommen. Einzig René Herzig hat 3 Plätze gut gemacht. Und Stefan Bäumer ganz hinten. Der macht richtig Alarm. Nach seinem Sensationsrennen letzten Donnerstag in der Wintersaison der Rest Day Speed Association. Als er da... Oh, und da steht einer verkehrt rum und hat ganz blöd.
aber wirklich ganz blöd. Das ist der Daniel, nee, der André Burger, den hat's erwischt. So, gehen wir mal nach vorne zu Edgar Ostermann, der macht nämlich Alarm hier in Richtung Maxi Wolter. Er sagt sich, es reicht nicht, einen schnellen Teamkollegen zu haben. Deswegen relativ respektlos gegenüber den beiden Pulsettern hier oder ja, den beiden in der ersten Startreihe stehenden. Und die ersten drei machen hier richtig Alarm. So wie wir das gewohnt sind und wie wir das immer schön sehen wollen. So, Dennis Erner ist ebenfalls bis auf die 10. Position vorgefahren. Ich denke mal, da wird er sich ganz, ganz wohl fühlen für den zweiten Lauf, weil dann startet er nämlich von der Pole. Ja, Rückert, schnellste Rennrunde, klar. Der hat da vorne jetzt erstmal wenig zu tun. Der hat seinen Teamkollegen dahinter, der ihm auch ja, schön den Rücken frei hält. Upsala, was war das denn? Das ist doch ein Fastlane-Auto da unten. Mario Chili. Und Enrico Herzig, den hat es ja auch ziemlich nach hinten verschoben. Nee, Mario Chili kann nicht sein. Das war, ja, Maxi Wolter, den hat es erwischt. Maxi Wolter. Gucken wir mal, ob wir das hier nochmal sehen. Was da passiert ist. Upsala, das war die falsche Richtung. Das ist hier in der Mod immer genau umgekehrt. Ich vermute mal, das Auto überbremst. Jo, so sieht's aus. So sieht's aus. So, gehen wir wieder live. Aber zumindest den René Herzig hat er sich schon wieder geholt. Das ist so ein bisschen, naja, typisch will ich nicht unbedingt sagen, aber es verwundert einen jetzt nicht. Man schlägt jetzt nicht die Hände über Kopf zusammen, dass Maxi Wolter das passiert. Er ist noch nicht so ganz stabil, sagen wir mal, konstant. Wir rennen, fahren, er ist schnell, keine Frage, aber ich will jetzt noch so ein bisschen so der letzte Pfiff. Aber das wird noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Jo, das war das, was man Cutten nennt, was aber hier heute erlaubt ist. Und der nutzt es eigentlich, hat das sehr, sehr gut ausgenutzt. Rückert fährt jetzt eine 49.864. Das sind schon Quali-Zeiten jetzt. Hier im Rennen. So, und da kam die Retourkutsche. Natürlich am Ende dieser langen Geraden kriegt man natürlich Windschatten. Und ja, da ist nichts zu machen. Also, Mario Chili. Moment. Was sind wir denn jetzt hier? Leute. Sorry, mein Bild hängt.
Maxi wollte hier hinter Mario Chili. Jetzt hat ihm der Mario auch mal gezeigt, dass man hier durchaus mal eine Runde fahren kann und auch noch Zeit gut machen kann. Und das sollte der Herr Wolter wohl, da weiß ich jetzt nicht, was das jetzt war. Sehr spät auf der Bremse, würde ich mal meinen. Ja, also man sieht das glaube ich ganz deutlich. Er fährt noch ziemlich ruppig. Also ja, das ist noch nicht wirklich flüssig. Wenn das noch kommt, dann ist er wirklich einer der Top-Leute. So, und René Herzig holt sich jetzt hier die Position, oder? Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Hat der jetzt innen die Bande touchiert? Der wohl nicht. Das könnte jetzt wirklich ein Manöver werden. Ja, das macht halt sauber. Und jetzt müsste er ihn eigentlich bocken. Also sprich gleich rüberziehen. Herzig jetzt hier auf der besseren Linie. Und ich fürchte mal, Wolter fährt ihm Po, aber naja, ist zumindest ohne Dreher abgegangen. So, jetzt versucht das hier von außen. Jo, da muss er zurückstecken. Ja, und das macht Herzig hier ganz akkurat, macht die Linie innen zu und dann, ja, geht's natürlich nicht. Dann kann er natürlich auch einen Ticken eher beschleunigen, wenn der hinterherfahrende dieselbe Linie wählt. Dennis Erner auf der 10 macht, ja, das war vorauszusehen. Das war vorauszusehen. Ja, das ist das eigentlich, was ich meinte. Aber gut, er hat ihn wieder vorbeigelassen, alles ist schön. Dennis Erner macht hier Alarm in Richtung Enrico Herzig und den zweiten Jägermeister Porsche hier. Und naja, wollen wir mal gucken, was der Dennis drauf hat, ob er... Ja, oh, oh, da ist... Nee, also der Runde wird das definitiv nichts mehr. Vorne die ersten drei, Rückert, Ostermann, Chili, die sind safe. Tom Krüger ist leider raus. So, und das komplette Team von Kurt Mildenberger, Daniel Streblo und Steffen Streblo sind das KDS-Team, auch noch in der richtigen Reihenfolge, sind auf 15, 16 und 17. Das ist doch auch mal lustig. Aber die zwei, die machen hier momentan am meisten Spaß. Dennis Erner jetzt versucht es. Jo, dann muss er zurückstecken. Aber jetzt hier. Das könnte was werden. Er fährt da vorne wirklich Schlangenlinie. Aber Erna muss sich da mit reinbremsen, sonst wird's nichts. Oh, und da kann er nicht beschleunigen, so wie er will. Weil sonst fährt er dem anderen hinten ins Heck. Nicht hier. Das ist eine der wenigen Stellen, wo man es nicht überholen sollte. Oh, da vorne wird es auch wieder spannend. Da müssen wir auch mal hin. Nee, das hat sich, glaube ich, gerade wieder erledigt. Da gab es eben Positionswechsel zwischen René Herzig und Maxi Wolter, aber das war dann wohl wieder... Aber hier geht's zur Sache. Hier geht's zur Sache. Dennis Erner und Enrico Herzig. Die machen hier Bambule. Boah, Erner überbremst hier fast das Auto. Gerade noch so im Griff. Guckt euch das an hier.
Rückert, neue schnellste Runde. 49,689. Und Stefan Bäumer auf der 11 wartet brav mit einer Sekunde Rückstand auf die beiden hier ab. So, jetzt? Nee, Dennis Erner macht es nicht. Jetzt könnte es klappen, jetzt hier Fehler. Aber er kann nicht beschleunigen, weil da ist das Auto. Was denn für ein Manöver? Wahnsinn! Das ist ja nicht zu glauben. So, kann jetzt Bäumer die Situation für sich ausnutzen? Momentan ist er vorne. Nee, muss er sich hinten einreihen. Aber jetzt ist er ganz dicht dran. So, Maxi Wolter hat sich dann wohl gänzlich verabschiedet, ist jetzt auf dem 8. Platz. Er fährt jetzt hier da vorne, irgendwie kam er gerade noch um die Ecke, konnte man ihn sehen. Und Daniel Streblow ist raus, das war zu erwarten. Also da ist einfach, da ist irgendwas passiert. Also mit seiner... Oh Mann! Was war das denn? Ja, das Auto ist hin. Mindestens ein Reifenschaden, wenn nicht sogar... da kommt er in die Box, hat er fast noch die Einfahrt verpasst. Enrico Herzig, hier, wir gucken uns das Ganze nochmal an, was da passiert ist. Das muss Stefan Bäumer gewesen sein, glaube ich. Aber wo kam der so? So, wir spulen hier mal ein bisschen. Nee, gar nicht, der konnte da gar nichts dafür. Der hat sich hier selber irgendwie beim Anbremsen das Auto quergestellt. Und Bäumer konnte nicht mehr ausweichen. Da war auch zu spät irgendwas mit gelber Flagge. Also das war die alleinige Schuld vom Enrico Herzig. So, dann gehen wir mal zur Position 6. Da ist nämlich der Micha Würz. Der kämpft dort mit dem Phil Ostaszewski. André Burger hat sich jetzt die... Oh nee, Moment, da müssen wir hin. André Burger gegen Stefan Bäumer. Hier geht es um den 10. Platz. Das wäre die Pole im zweiten Lauf. Bäumer lässt hier brav Platz, kann aber dann nicht beschleunigen, weil irgendwann Burger seine Linie kreuzt. Das muss er, das tut er nicht mit Absicht. Ja, die machen ja hier richtig Alarm. Jetzt hat er ein bisschen abreißen lassen, der gute Stefan. Das ist ihm wahrscheinlich ein bisschen zu schnell alles, zu anstrengend. So. Auf der 5, 6 und 7. Phil Ostaszewski, Micha Würz, Fred Dunke. Schönes Dreiergestirn hier oder wie auch immer. Dreierpack. Ja, das ist sogar Vierer. Hier haben wir den Micha Würz. Und in Fred Dunke. Und das ist Maxi Wolter, der jetzt hier wieder irgendwie die Autos vor sich her schiebt. Unglaublich, hat er Winston noch versucht auszuweichen.
Oh, naja, nun hat er erstmal wieder ein Stückchen Rückstand. Gehen wir mal zu Michel Wirtz, der jetzt hier am Phil Ostaszewski dran ist. Ja, und das ist halt aus der Kurve raus, wenn man als hinterherfahrender besser da durchkommt, man hat keine Chance vorbeizugehen. Da ist immer irgendwo das andere Auto. Oh, wow, 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 das war schon fast ein Drift. Hat er ihn noch etwas schneller durch die Kurve geschoben, als er das eigentlich wollte. Er fiel aus der Chesky. Also geschoben hat er Michel Wirtz. Ja, und dahinter freut sich dann natürlich der Fred Dunkel, der da dran ist. Momentan auf Platz 10 André Burger. 15 Runden haben wir noch zu fahren. Hey. Was denn? Ja gut, also mit den 36 Runden, das ist hier irgendwo... Jo, und jetzt hat's gescheppert. Jetzt haben sie sich irgendwie... Jo, meine Güte. Der Fred sagt, danke. Oh, 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 ich sehe schon, die Rennkommission wie bereits rechnet, was das für den Michel Wirtz das nächste Rennen bedeutet. Gott sei Dank hat es jetzt keinen Aufhängungs- oder Reifenschaden gegeben. Dann immer noch so das Schlimmste, was passieren kann. Oh Mann, der Volta, ey, Leute, 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 Leute. Bremsen tut man normalerweise mit dem Pedal und nicht mit dem anderen Auto. War es bestimmt schon der zweite oder dritte Rempler, den wir von ihm gesehen haben in dieser Form. Er ist ein bisschen aggressiv jetzt hier unterwegs. Ja, natürlich muss man, um erfolgreich zu sein, eine gewisse Aggressivität haben, aber man muss natürlich auch so eine Situation einschätzen können. Und die trainieren zusammen, die wissen, wo der andere, wo der Gegner seinen Bremspunkt setzt. Und so unterschiedlich sind die auch nicht. Und da vorne kommt... Ich glaube, der Fred Dunkel ins Schwitzen, genau, und verschiebt jetzt hier seinen Platz. Micha Wirtz und Maxi Wolter machen hier nach wie vor ihren Terz. Ja, und der Phil Ostaszewski ist wieder vorne, ist wieder vorbei am Fred Dunkel. Christian Rückert führt mit fast 7 Sekunden Vorsprung vor Edgar Ostermann. Der wiederum hat 8 Sekunden Vorsprung auf René Herzig. Also da vorne ist erstmal alles gegessen. Mario Schili ist allerdings nur 1,5 Sekunden hinter René Herzig. Also könnte eventuell, nee, 12 Runden haben wir noch, genau. Könnte eventuell hier noch ein bisschen, wenn das noch ein bisschen nach vorne geht für ihn, da vielleicht noch, ja, zumindest gegen ein bisschen gegen den René fighten. Aber das ist ja wohl eine Hammergruppe so. Und ich glaube, jetzt haben wir hier irgendwas verpasst. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Sorry für dieses Gewusel hier jetzt, aber das ist doch jetzt, bin mir nicht ganz sicher, ob man da...
Der da vorne, wer ist das hier? Lars Pokowski. Okay, das war ein zu überrundendes Auto. Aber dann sehen wir das hier im Replay nochmal. Maxi Wolter und Micha Würz. Und wer gibt nach? Keiner. Und Wolter setzt sich durch. Das war mal ein richtig geiles Manöver. Aber ausgestanden ist das noch nicht. Weil Würz jetzt hier auf der besseren Linie ist. Ich sehe es im Ergebnis. Also gehen wir mal wieder live. Micha Würz ist vorne. Also die haben richtig Spaß hier. Die sind weit, weit entfernt von Podest. Ungefähr 10 Sekunden hinter Platz 3 fährt der Fred Dohnke. Der Phil Ostaszewski. Fred Dohnke, ja, ziemlich dicht dahinter. Immer mal dahin. Genau, und jetzt wird hier auch überrundet und da macht man auch brav Platz. Nein, naja gut, der muss irgendwo hin, der arme Kerl. Ah, das ist nicht zu ändern, das kann man nicht machen und das wird natürlich... Oh, Mann, oh. Junge, 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 Junge. Dunkel wird's, Holter. Guckt euch das an hier, was hier abgeht. Was hat der Mürz hier für eine Aktion? Außenrum. Ich meine, er ist nicht wirklich vorbeigegangen, aber das war ja super schnell, sah das aus. Und ja, rollt er wieder mit einem sehr, sehr geilen Manöver. Jetzt muss man tatsächlich wirklich loben. Zwei Ausfälle haben wir, Daniel Strebenow und Tom Krüger. Und diesmal scheint es so, als ob Maxi Wolter Micha Würz jetzt im Griff hätte. Jedenfalls der Abstand so aus. Maxi Wolter jetzt Siebter. So, und jetzt ist er ganz, ganz dicht dran am Fred Dohnke. Wir müssen, glaube ich, nicht überlegen, ob er es probiert. Er wird es probieren. Und das macht er gar nicht mal so schlecht. Also das war jetzt ein kleiner Fehler vom Fred Dohnke und das wird auch sofort bestraft. Wolter auf der 6 ist vorbei jetzt. Und zieht hier, lässt ihn auf Platz. Also irgendwie hat er so ein bisschen wohl gemerkt, dass das im ersten Drittel nicht so optimal war, was er da getrieben hat. Also fährt jetzt wirklich sehr, sehr sauber. Also schön mit anzusehen. Oh, und der nächste wäre dann Phil Ostaszewski. Aber ja, der ist ein bisschen hin, 3 Sekunden. Und jetzt haben wir nur noch 6 Runden. Uiuiuiuiui. Gut. Michael Würz kriegt somit eine Position geschenkt. Fred Dohnke hier mit einem herrlichen Verbremser, so wie wir ihn eigentlich nur vom Norrisring kennen.
Ja, der Micha ist hier irgendwie, ja, weiß ich nicht. Er guckt so eine halbe Sekunde seinem eigenen Ich hinterher. Vielleicht ist er auf einem Selbstfindungstrip. Aber die Bremspunkte hier vor der Spitzkehre, die sind doch teilweise wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesehen von ihm. Und wenn er das ein bisschen im Griff hätte, hier klappt das wunderbar, aber da ist er, hat er natürlich auch nicht die Geschwindigkeit. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er da noch ein bisschen vorkäme. Vielleicht jetzt nicht mehr in diesem Rennen. Er ist jetzt schön im Mittelfeld. Also er würde dann im Mittelfeld, im vorderen Mittelfeld für den Restart des zweiten oder für den Start des zweiten Rennens. Er wäre jetzt auf Platz 3. So, wir haben eine ziemlich seltene Konstellation. Einzig Micha Würz ist noch unter einer Sekunde hinter einem anderen Fahrzeug. Alle anderen haben mehr, deutlich mehr als eine Sekunde. 1,5, 1,8, 1,9, 2. Solche Abstände haben wir hier. Das haben wir relativ selten in den Rennen. Aber das ist auch so ein bisschen Norrisring typisch, weil ein Fehlerchen hier, dann hängt man auch gleich mal eine Sekunde, anderthalb hinter dem anderen zurück. Da braucht man noch nicht mal einen Dreher fabrizieren oder sonst irgendwas. Und das wieder aufzuholen, erfordert schon fast wieder einen Fehler des Vordermanns. Wir haben es ja gesehen, die Zeiten, die hier gefahren wurden im Quali, waren so eng. Da ist nicht viel mit Zeit gut machen, ganz normal durch Fahren oder fahrerisches Können. So, gehen wir mal nach vorne, zeigen wir mal den Führenden ausnahmsweise. Haben wir das erste Mal seit dem Start, also der fährt hier ziemlich alleine rum. Auf der 2 haben wir Edgar Ostermann, der fährt hier auch ziemlich alleine rum. Und auf der 3 haben wir René Herzig, der auch, naja, alleine ist er nicht, aber zumindest von den Positionen her, wir sehen 2,8 Sekunden Vorsprung auf Mario Schili, der hier auch fleißig überrundet. Auf der 5 haben wir Phil Ostaszewski und jetzt wird's eigentlich hier, kommt eigentlich das spannende Pack. Dahinter Maxi Wolter, dahinter Fred Dohnke, dahinter Micha Würz und dann kommt hier Dennis Erner, André Burger und Stefan Bollmer. Die sind hier noch, naja, in Schlagdistanz sind die nicht mehr, aber Dirk Sassmannshausen ein bisschen enttäuschend für meine Verhältnisse, wie ich finde. Heute hier auf der 12, Enrico Herzig ist mittlerweile 13. Kurt Mildenberger, da war der Kurt, Moment, ja Mann, genau, auf der 14, auf der 15 Steffen Streblow ausgefallen, Lars Borkowski auf der 16 ausgefallen, auf der 17 Daniel Streblow ausgefallen, nee, Moment mal, der Lars ist überhaupt nicht ausgefallen, der fährt. Und Tom Krüger, der war ganzzeitig raus. So, gehen wir nochmal auf die 5. Position zum Phil Ostaszewski oder sogar nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Maxi Wolter auf der 6. Jo, und da steht schon wieder ein KDS-Auto. Kraft durch Steffen. Ja, schade, schade. Oh, ja, sorry. Herzlichen Glückwunsch. Es siegt der Christian Rückert, macht hier ein paar schöne Donuts, wunderschön zu sehen. Ja, wir haben es ja eben schon einmal durchlaufen lassen, da hat sich nichts geändert. Edgar Ostermann auf der 2, René Herzig Platz 3. Also großartiges Rennen für so wenig Autos, das ist Stand seit vielen Jahren. Aber es hat durchaus Spaß gemacht, es war richtig, richtig spannend, vor allem so im jetzigen Mittelfeld, so zwischen Platz 5 und 10. Auch durchaus bis 11, 12 noch. Das hat durchaus was gehabt. Genau. So, es sind alle im Ziel.
Genau. Und das sieht dann wie folgt aus. Die ersten drei haben wir eben genannt. Sag mal nochmal herzlichen Glückwunsch für Christian Rückert, Edgar Ostermann, René Herzig. Auf der Position 4 der Mario Schiedi. Fünfter wird Phil Ostaszewski. Maxi Volta wird dann nach einem ja, sehr abwechslungsreichen Rennen, möchte ich das mal nennen, sechster. Siebter Platz für Fred Dunke. Achter Micha Wirz. Dennis Erner neunter. Und André Burger hat es geschafft, seine zehnte Position gegen Stefan Bäumer so zu verteidigen und steht damit dann auf Pol im zweiten Rennen. Auf der 11, wie erwähnt, Stefan Bäumer, 12. Platz für Dirk Sassmannshausen, 13 Enrico Herzig, Kurt Mildenberger auf der 14, Lars Borkowski auf der 15, Steffen Streblow ausgefallen in Runde 32, also vier Runden vor Schluss, Daniel Streblow in Runde 13 und Tom Krüger bereits in Runde 3 ausgefallen. So, ihr Lieben, da haben wir die alle stehen, damit wir da jetzt nicht irgendwie das hier so komisch bekommen, machen wir das mal so. Ihr seht hier unten die Ergebnisse nochmal durchlaufen. Wer es nicht glauben kann, was ich eben vorgelesen habe, der kann sich davon jetzt nochmal überzeugen. Und wir machen derweilen nächste Session. So. Meine Damen und Herren, also ich denke mal, das war ein ziemlich cooles Rennen. Also da gibt's nichts. Ich bin schwer zufrieden. Das hat Spaß gemacht. Und ja, was soll man sagen? Das war durchaus eine Sache, die man gerne wiederholen darf. So. Ja, die Startaufstellung hätten wir bereits. Ich denke mal, das wird sicherlich sehr spannend. Ich verlese das schon mal. Also erste Startreihe jetzt gleich im zweiten Rennen wären André Burger auf Polen und Dennis Erner auf Platz 2. Zweite Startreihe für Micha Wirz auf der Position 3, Position 4 für Fred Dunke. Dritte Startreihe mit Maxi Volta auf der 5 und Phil Ostaszewski auf Position 6. Platz 7 und Platz 8 für Mario Schiedi und René Herzig in der vierten Startreihe, fünfte Startreihe für Edgar Ostermann, neunter und zehnter Christian Rückert. Und dann geht's in der normalen Reihenfolge weiter. Elfter für Stefan, elfter Platz Stefan Bäumer, zwölfter Dirk Sassmannshausen, 13 Enrico Herzig, 14 Kurt Mildenberger. Kurt, herzlichen Glückwunsch, Punkt, zwei Punkte. Platz 15 Lars Borkowski, Platz 16 Steffen Streblow, Daniel Streblow 17 und 18 Tom Krüger. Ich möchte mal echt wissen, wer mir da jetzt hier durch die Lappen gegangen ist. Irgendjemand war da vorhin, der da eigentlich hätte fahren sollen. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Wir gucken mal, dass wir hier wieder auf die Strecke kommen. Genau, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Und hier, ja, und Rückert macht hier schon mal gleich wieder Alarm.
was mich jetzt brennend interessiert, ist, was macht Edgar Ostermann jetzt? Kann der sein sehr, sehr gutes Quali und sein sehr, sehr gutes erstes Rennen hier nochmal in ja, einen Podestplatz ummünzen? Das Zeug dazu hat er, aber aus der RSA wissen wir, er ist auch manchmal ja, vom Pech verfolgt, sagen wir mal ganz vorsichtig. Und ja, gut. Habe ich ein bisschen gemischte Gefühle, ich würde es mir wünschen. Aber mal gucken wir mal, was ihm gelingt. René Herzig, ob er mit seinem dritten Platz jetzt hier so zufrieden ist, weiß ich nicht. Er verliert natürlich jetzt Punkte auf Christian Rückert, müsste also jetzt, und der Christian hat eine ziemlich bescheidene Saison bisher gehabt, also das hat, er hatte ziemlich Pech auch, und ja, ob René das jetzt umdrehen kann, die zwei Positionen, die jetzt vor dem Christian steht, dann auch umsetzen kann jetzt im Rennen. Wir wissen, René ist ein Blitzstarter, ist einer der besten Starter hier im Feld. Hat er auch vorhin als einziger Boden gut gemacht. Gut, Christian Rückert konnte auf der Pole keinen Boden gut machen. Der konnte nur Erster bleiben. Das ist er auch geblieben. Und da Zielsieg. Ich denke mal, das Interview wird relativ kurz. Und naja, gucken wir mal, was ihm denn da gelingt. Ist er längst erledigt. Na gut, jetzt haben wir es nochmal gemacht. Da ist irgendeiner vom Server gefallen. Ah, der Edgar, genau. Das wäre natürlich bitter, wenn der Edgar jetzt von hinten starten müsste. Der fährt vom... Ja, so. Warm-up ist abgelaufen. Attention, grid, all non-essential personnel leave the grid now. Race before. Und das Aral-Logo schiebt sich hier ins Bild. Das machen wir mal ganz schnell weg. So, die Apotheke unter den Tankstellen, habe ich hier so den Eindruck, jedenfalls hier in Bayern. In die Qualifying gefahren. Finde ich ja spannend. Kommen denn die Quali-Zeiten her? Na gut. Hoffen wir mal, dass das hier alles seinen Gang geht. So, selbes Prozedere wie vorhin. Die Herrschaften fahren jetzt erstmal die Startausstellung. Danach kommt Formation Lab und dann gibt es den Rennstart, den stehenden. Bin mal, ja, ein paar Sekunden nicht am Mikrofon, bin gleich wieder da.
wir mal gucken, ob wir auch ein fahrendes Auto finden. Genau, da haben wir eins. Super. Musste tatsächlich heute Abend meine Kaffeemaschine entkalken. Will ja nur noch ein bisschen was rauströpfeln und die Kalkanzeige war noch nicht mal an. Das ist aber hier in Bayern normal, weil das Wasser ist hier dermaßen kalkig. Wahrscheinlich haben sie dem Seehofer den Kopf irgendwie mal da über irgendeinem Bodensee da ausgekippt. Oder ich weiß nicht, wo das Wasser hierher kommt. Auf alle Fälle ist das unglaublich. So, eigentlich kann man mit diesem Wasser, ja, weiß ich nicht, kochen oder sonst dergleichen Dinge geht hier eigentlich gar nicht. Um uns vorher nochmal extra einen Kalk zu haben. Also das war mir jetzt auch eine Lehre. Jetzt gibt es nur noch gekauftes Wasser für die gute Kaffeemaschine. Ohne fahrt da mal hin. Ja gut, im Prinzip können sie sich Zeit lassen. Es sind jetzt noch 45 Sekunden, bevor hier die Ampeln umschalten. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder so ein Leck wie vorhin, wo ich dachte, irgendwie eine Minute lang sind die Ampeln am Rennstart. War das ja dann, aber das war tatsächlich, dass ich hier gar kein Bild hatte. Und das friert dann ein. Irgendwann geht es dann zu der Position, wo sich es auch real befindet. Das war schon ein bisschen komisch. Aber das ist jetzt erstmal nur der Start zur Formation Lab. Da sind immer noch 13, 12, 10. Unten. Deswegen lassen die Herrschaften sich da auch immer so viel Zeit. So. Und jetzt geht es los. Schön die Reifen aufwärmen. Ich denke mal, die Reifen sind gar nicht mal das Problem hier. Die Bremsen müssen warm sein. Vor allem dann im letzten Sektor richtig, richtig warm fahren die Bremsen. Ja, das Schöne an der Strecke ist natürlich, dass solche Aufwärmen und Formation Labs so schnell vorbeigehen. So, der André Burger steht auf Position 1. Hab's vorhin schon vorgelesen. So, da haben wir sie. Die Ampeln sind an. Und auf geht's. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier an. Die hier vorbeigeschossen kommen. Und das sieht momentan. Leute, Leute, Leute. Jo, und da scheppert's. Eieieiei. Ach, was ein Gewusel. Guckt euch das an. Wen hat's erwischt? Irgendeinen der Herzigs. Und ich krieg hier aus irgendwelchen Gründen kein. Ja, ich glaube, das war der René, den es da erwischt hat. Ich krieg hier kein Scoring im Moment. Jetzt mal gerade ein bisschen.
hoffe, dass es dann hier wieder geht, dass ich hier wieder ein So, André Burger führt. Maxi Wolter hat es erwischt und René Herzig. Maxi Wolter ist letzter. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier nochmal das bekommen. Ja, und er kommt auch in die Box. Jo, überbremst hier das Auto, schlägt ein. Also das war sein eigener Fehler, da ist nichts gewesen. Gut, gehen wir auf die erste Position. Stefan Bäumer scheinbar auch in Mitleidenschaft gezogen und Daniel Schreblo auch. Und vorne geht Post ab. Mario Schili ist dran und Christian Rückert ist vorgefahren bis auf die 3. Also der macht heute hier richtig Alarm auf seiner Heimstrecke. Christian Rückert kommt aus Nürnberg. Jo! Und Micha Würz übernimmt die Führung. Micha Würz, Mario Schili, Entschuldigung. Und Christian Rückert ist auch mal gleich mit durchgeschlüpft. Ja, der André, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich traurig ist. Vielleicht hätte er sich gewünscht, dass 1, 2, 3, 4 Runden halten zu können, die Führung. Jörg Sassmannshausen ist vorgefahren bis auf die 4. Ja, Himmel, Herrgott. So, dann Enrico Herzig auf der 5. Mario Schili auf der 6. Auf der 7. Mario Schili fährt auch die schnellste Rennrunde. Auf der 7 haben wir Phil Ostaszewski. Auf der 8 Edgar Ostermann. Der hat sich da kein Stück wegbewegt. Hat eine Position gewonnen. Ja, und hier ist natürlich jetzt der Teufel los. Fred Dunke auf der 9. Oh, da müssen wir jetzt nochmal. Auf der 10 können wir später. Naja, hat sich entspannt. Ja, Micha Würz auf der 10. Auf der 11. Steffen Streblo. Macht der denn da? Alter Schwede. Und Steffen. So, Mario Schili erneut schnellste Rennrunde, 50-0. Und Dennis Erner schnellste Rennrunde, 49-8. Also hier kracht es ja gerade ganz gewaltig. Nahm er den Dennis. Der hier noch vor René Herzig, der jetzt 13. ist, fährt. Und das ist natürlich der Super-GAU für den René hier in diesem Lauf. Das könnte eventuell meisterschaftsentscheidend gewesen sein. Wenn der Christian alle anderen Rennen fahren kann und der René auch, könnte der Abstand, der jetzt hier entsteht, der Punkteabstand, könnte der am Ende entscheidend sein. So, Kurt Mildenberger auf der 14, auf der 15 Lars Borkowski, auf der 16 Stefan Bäumer, auf der 17 Maxi Wolter. Upsala, und da kommt der Daniel Streblo. Ja, 18, das ist, glaube ich, keine gute Idee, dass der Daniel noch fährt. War wirklich sehr, sehr lobenswert, dass er es versucht, aber das ist jetzt wirklich auch eine Gefahr für die anderen. So einer schlechten Internetverbindung. So, Mario Schili wehrt sich hier nach Leibeskräften gegen Christian Rückert. So, und der hat hier irgendwas gefunden in der Kurve. Aber das kann Schili hier nochmal für sich entscheiden. Aber jetzt wird's eng. Er geht raus. Ja, da kann er nicht mehr hin. Kann er nicht mehr zumachen. So, holt jetzt hier aus. Ja, es reicht nicht. Reicht nicht. Wollte den weiteren Weg gehen, um mit mehr Speed auf die kurze Gerade rauszukommen, aber das hat nicht funktioniert.
Und Chili kann das hier halten. Der kann den Rückert doch jetzt schon 2, 3 Runden hinter sich halten. Das ist... Ja, es gibt da schon mal eine Lichthupe, dass da eventuell das Führungsduo auch kommt. Aber wie gesagt, wer da zur Überrundung ansteht, eventuell, das ist der Stefan Bäumer, wenn ich das richtig sehe. Der wird das auch gut im Griff haben, aber der Stefan kann selber relativ schnell fahren. Jo, und da macht der Michel einen Fehler. Und das dürfte es gewesen sein. Beide nebeneinander. Aber wird es noch... Ups. Da hat er wohl gedacht, er wäre ein Stück weiter vorne. Kann hier weiter außen anbremsen, kann in die Kur, kann es dicht machen. Ja, sehr geschickt gemacht. Super gemacht. Das war der Plan. Da hinten bei Platz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ein Pulk, der da fährt. Enrico Herzig, Michael Wirtz, Steffen Streblo, Fred Dunke, René Herzig, Phil Ostaschewski, Edgar Ostermann. Dem Edgar ist scheinbar dann auch wieder irgendwas passiert. Das ist alles verdammt eng beieinander. Wir gehen mal... So spannend das hier vorne mit den beiden auch ist. Gehen wir mal auf die 7. Und Michel Wirtz, der hier mit Enrico Herzig kämpft. Muss mal ganz schnell nach vorne. Nee, reicht wieder nicht. Dann gehen wir mal ins hintere Mittelfeld zu Edgar Ostermann. Der versucht hier irgendwie am Phil Ostaschewski vorbeizukommen. Ja, schade, dass es im zweiten Rennen jetzt diese Startkollision gegeben hat. Verzerrt das Ganze jetzt so ein bisschen. So, Ostermann versucht es jetzt hier außen. Jo, da gab es eine Berührung. Und deswegen muss er sich da hinter Ostaschewski wieder einsortieren. So, und jetzt versucht das hier innen. Ganz innen rein. Oh, und da vorne dreht sich alles Mögliche, der Enrico Herzig. Und Ostermann ist vorbei. Augen zu und durch. Kann man da nur sagen. Aber das ist noch nicht gegessen. Das kommt jetzt drauf an, wer hier den besseren Topspeed hat. Meint er jetzt hier aber den Enrico Herzig querstehen? Steffen Streblo, Fred Donker haben gerade die Position getauscht. Ja, und André Burger führt mit 1,3 Sekunden vor Dennis Erner und liegt auf Platz 3. Also das hält er gut. Majoschidi, Christian Rückert ist natürlich jetzt vorbei an Majoschidi. Majoschidi ist auf eine Sekunde. Aber ich denke mal, dass da vorne wird sich wohl jetzt so mehr oder weniger ausgehen. Rückert fährt ein paar Hundertstel schneller. Runde, vielleicht auch mal eine Zehntel. So, Tom Krüger und René Herzig. So, der René ist hier vorbei. Genau.
fährt jetzt wieder auf der 12. Gehen wir mal wieder zum Micha Würz. Rückert fährt jetzt seine persönliche Bestzeit mit einer 49,856. Aber die beste Rundenzeit ist noch von Dennis Erner mit einer 49,719. Und der Dennis Erner, den wollen wir mal gar nicht unterschlagen, der fährt auf 4. Der kommt da nämlich schon. Auf eine Sekunde dran am André Burger. Oh, und den Steffen hat es erwischt. Ja, da ist irgendwas passiert. So, Dirk Sassmannshausen auf der 5. Ich denke mal, naja, ist entschädigt ein bisschen für das, für die Misere im ersten Lauf. Aber unser Fricadelli Porsche hier macht Alarm auf Enrico Herzig. Ich möchte wissen, was ich für ein Auto da vorhin gesehen habe. Vielleicht war das auch nur ein Leck. Könnte allerdings auch der René gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ist auch zu lang her, nachzuschauen. So, jetzt könnte er, wenn, nee, ist zu weit weg. Es reicht nicht bis zur Spitzkehre, um da ranzufahren. Er wird ein paar Hundertstel gut machen, aber nicht allzu viel. Und der Enrico ist so schlau und geht auch die beste Linie hier durch, die Spitzkehre, so dass er hier keine Zeit verliert. Musste noch keine Kampflinie fahren. Jetzt wird's spannend hier. Edgar Ostermann ist dran. Jetzt wird's richtig spannend. Edgar Ostermann ist zurück auf der 8. Um 9 ist er gestartet. Gab irgendein Vorkommnis. Und jetzt könnte es ja zu dritt in die Spitzkehre gehen. Er bremst sich hier aus. Upsala! Jo, darauf musste er nur warten. Michael Würz stupst den Enrico an, dreht ihn um. Und Edgar Ostermann geht an beiden vorbei. Als ob er es geahnt hätte. Das ist natürlich ein Optimum für ihn. Sowas lässt sich in Edgar Ostermann nicht zweimal sagen. Enrico Herzig ist noch vorne, beide haben aber jetzt eine Position verloren und was viel schlimmer ist, wie ich finde, hier kommt Fred Donke, da kommt René Herzig und da kommt Phil Ostaszewski, also das ist jetzt hier richtig heißes Paket. Den Vorsprung, den sie sich rausgefahren hatten, der ist jetzt weg. Plus eine Position. Ui! Enrico hier mit dem Quersteher.
Und Michel Wirtz war weit genug weg, um jetzt ganz dicht dran zu sein, also um nicht selbst dadurch Zeit zu verlieren. Randy Herzig geht vorbei an Tom Krüger mal wieder. Haben wir so aus dem Augenwinkel noch gesehen. Rückert hat genügend Vorsprung, wo ich glaube, es nochmal spannend werden könnte, ist zwischen Platz 3 und 4, zwischen André Burger und Dennis Erner. Das muss ich zeigen. Aber auch hier ein Stück weiter hinten ist es spannend. Enrico Herzig, Micha Wirtz, Fred Dunkel, Phil Ostaszewski. Das ist eigentlich hier so die Hammergruppe, aber wir sehen jetzt gerade Tom Krüger macht sich wieder auf in Richtung René Herzig. Das muss man sich mal reintun. Und der René ist weitwund, wie man sieht. Da fehlt ein Scheinwerfer und das deutet meistens darauf hin, dass da auch ein bisschen mehr kaputt ist. Ja, jetzt hat es der René, aber hat aber die Faxen dicke. So, Phil Ostaszewski und Fred Dunkel. Unsere Stars aus dem G-Cup letztes Jahr, aus dem Gentleman Cup. Ja, ich glaube, da muss der Fred jetzt neidlos anerkennen, dass der Phil da momentan das bessere Performance hat. So, und wenn ich das richtig sehe, Micha Wirtz jetzt vorbei am Enrico Herzig. So sieht's aus. Ja, was ein Bild. Meine Fresse, das ist ja wirklich phänomenal. Phänomenal. Ja, das ist ganz witzig. Man darf hier nicht zu weit links fahren, weil irgendwann geht dann nämlich jetzt hier die Straße aus. Und man muss dann wieder nach rechts kommen. Hoppala, und kleiner Schlenker hier vom Phil Ostaszewski. So, der Edgar hat eigentlich das Maximum rausgeholt, was rauszuholen war nach seinem Dreher oder was auch immer er hatte. Platz 6 momentan und 6 Sekunden Rückstand auf Dirk Sassmannshausen. Und er ist fast eine Sekunde schneller in der letzten, nee, in der Bestlap, sorry. Eine halbe Sekunde ist er schneller gefahren in der letzten Runde. Also das wird schwierig in den verbleibenden 12 Runden. Jo! Und guckt euch das an! Guckt euch das an!
Enrico hat sich hier mit dem kompletten Quersteher, der hat komplett gestanden, musste das Auto wieder aus der falschen Richtung rausholen. Ging zwar ohne zurückzusetzen, aber er konnte immer noch die Position halten. Und das, obwohl er nur relativ wenig Vorsprung hatte, liegt einfach daran, wenn der da steht, müssen die anderen mitbremsen. Da ist kein Platz. Aber solche Rutscher, wie eben der Enrico da hingelegt hat, sind natürlich Gift für die Reifen. Das heißt, bekommen dann Temperatur, sehr hohe Temperatur. Und ja, das wiederum bedingt, dass sich das Auto dann fährt wie ein Sack Muscheln. Man muss dann 2-3 Runden, ja, deutlich vorsichtiger fahren, um die Reifen wieder auf optimale Temperatur zu bekommen. Und dann geht's auch wieder. Der Enrico fährt hier so ein bisschen um sein Leben, hat man den Eindruck. Dennis Erner hat immer noch eine knappe Sekunde Rückstand auf André Burger. Die Rundenzeiten fast identisch in der letzten Runde. Also es schwankt so zwischen 0,9 und 1,3 Sekunden. Übrigens, wer Lust hat, morgen gibt's... Oi, wer steht da denn? Das sah mir jetzt aus wie der Film... Nee, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nee, es war, glaube ich, nur zu überrunden da. Ja, morgen gibt's wieder mal Nordschleife. Und zwar in der RFLN. Und... ja, könnt ihr euch durchaus mal antun. Guckt euch das an. Jo, und da geht's im Drift nebeneinander. Das war ja schon fast ein Ballett. Will Ostaszewski, Enrico Herzig und Fred Donke sehen wir hier. Und René Herzig kommt dann von hinten auch mal angeflogen. Der hat sich jetzt so ein bisschen vom Tom Krüger lösen können. Herzlichen Glückwunsch, René. Ja, wird da vom dritten. Ja, und René ist Nutznießer. Und schon sieht das wieder alles ganz anders aus. René Herzig, Fred Donke und Enrico Herzig. Und Phil Ostaszewski hat sich mal eine Sekunde Luft geholt. Verschafft. Runden haben wir noch 6, bevor wir wieder den Zieleinlauf verpassen. Auf der 1, da fährt unser Christian Rückert, der heute wohl einem Doppelsieg entgegenfährt. Auf der 2 Mario Schili, der dürfte jetzt auch ziemlich happy sein.
auf der 3er André Burger und ich glaube, auch der ist sehr, sehr happy. Happy im ersten Lauf 10. damit auf Pol, dass er einen Christian Rückert und auch einen Mario Schigi vielleicht nicht halten kann. Da wird er jetzt nicht drüber traurig sein, dass das nicht geklappt hat. So, Gefahr droht allerdings noch von Dennis Erner auf Platz 4. Edgar Ostermann ist mittlerweile tatsächlich vorbeigekommen an Dirk Sassmannshausen. Ganz still und heimlich, haben wir nicht mitbekommen. Als wir das letzte Mal geguckt haben, waren da noch 5 Sekunden Rückstand. Dirk Sassmannshausen damit auf Position 6. Auf der 7 Micha Wirtz. Auch ziemlich alleine, aber jetzt kommt's. Phil Ostaschewski auf der 8, auf der 9 Fred Donke und auf der 10 René Herzig und auch Enrico Herzig ist noch nicht so weit weg. Tom Krüger auf der 12, auf der 13 Steffen Streblow, auf der 14 Lars Pokowski, auf der 15 Stefan Bäumer, 16 Kurt Mildenberger, ausgefallen Maxi Wolter auf der 17, auf der 18 Daniel Streblow auch ausgefallen, aber das sind die Internetprobleme. So, Christian Rückert überrundet jetzt hier. So, da sehen wir, ja, es ist der Abstand wohl schon wieder ein bisschen größer geworden. Da muss was passiert sein. Der Dennis hat jetzt 6 Sekunden Rückstand auf den André Burger und das sollte der André verwaltet bekommen. Edgar Ostermann nochmal 9 Sekunden hinter Dennis Erner. Auch da ist alles in trockenen Tüchern, möchte ich behaupten. Dirk Sassmannshausen denke ich nicht, dass der jetzt noch an den Edgar Ostermann ranfahren kann. Michael Wirtz auf der 7. Auch da ist eigentlich, sieht das relativ geklärt aus, aber hier ist noch nichts geklärt. Auf 8 Phil Ostaschewski, auf der 9 Fred Donke und auf der 10 René Herzig. Der Enrico wird sich da raushalten, da bin ich mir sicher. Nicht, weil er vielleicht die Speed nicht gehen kann, sondern einfach, ja, warum soll man nicht mal der lachende Vierte sein? So, der René jetzt hier aber ganz dicht dran. Armfred Donke. Und für ihn zählt wirklich jeder Punkt, den er hier noch mitnehmen kann. Und er bremst sich erstmal daneben. Jo, und das hat er wohl sich so ausgerechnet. Das war auch der Klassiker. Christian Rückert holt sich dann mal eben noch die schnellste Rennrunde mit einer 49.651. Hat also die 49.711 war das, glaube ich, von Dennis Erner dann noch geknackt. Das sind so die Momente, wo Teamchefs im Dreieck springen, wenn der Führende nochmal so kurz vor Schluss eine schnellste Rennrunde fährt. Mit 6 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Sind hier in der Motorhaubenansicht von René Herzig. Ich glaube, das war jetzt... Ja, da kann er jetzt aber gut rausbesteuern, aber das konnte auch der Fred. Also das hat auch... der Phil. Das hat auch der Phil gut hingekriegt. Also beide Linien sind wohl ähnlich schnell. Allerdings glaube ich nicht, dass René absichtlich den weiten Weg gegangen ist oder die weitere Linie gegangen ist. Ups. Oh, und jetzt haben wir ihn schon wieder verpasst. Herzlichen Glückwunsch an Christian Rückert. Doppelsieg für den Herrn Rückert. Ich glaube, das hat er sich ganz, ganz schwer verdient. Platz 2 für Mario Schili, 3 für André Burger. Das nenne ich mal ein Podium. Dennis Erner auf der 4. Auf der 5. Edgar Ostermann kommt hier über Startziel. Auf der 6 haben wir Dirk Sassmannshausen, Platz 7 für Micha Wirtz. Auf der 8 kommt jetzt hier Phil Ostaschewski und rettet
den 8. Platz noch vor René Herzig, der 9. wird ins Ziel. Auf der 10 Fred Donke, 11 Enrico Herzig, 12 Tom Krüger, 13 Steffen Streblow, 14 Lars Borkowski, Stefan Wollmer, 15 Kurt Mildenberger, 16 ausgefallen Maxi Wolter und Daniel Streblow. Was macht er denn hier? Was macht denn der Rückert hier? Ey. Hat er sich versteckt oder was? Vor seinem Teamkollegen. Oh. Ja, genau, das gibt noch Strafe, auch bei der Einfahrt in die Boxengasse. Ja, da kann man nicht meckern, wie ich finde. Ich denke mal, in Kürze werden die Herrschaften dann auch zu mir kommen. Und wir werden hier sicherlich ein sehr, sehr unterhaltsames Interview erleben. So, jetzt hat sich, ich glaube, der Enrico hier Mördermühe gegeben. Ich zeige es jetzt nochmal, bevor die kommen. Ich habe vorhin vergessen, die Tafeln zu zeigen. Ich habe zwar den Meisterschaftsstand vorgelesen, aber nicht unsere wunderschönen Tafeln gezeigt. Ich bitte tausendmal um Vergebung. Deswegen holen wir das jetzt hier nochmal nach. Ihr könnt das hier selber sehen. Also punktgleich da vorne die beiden Führenden. Jetzt sind wir hier in der Teamwertung nochmal. Zeigen wir nochmal. Wer Lust hat, kann eben mal das Reglement durchlesen, die Punkte rausschreiben, das zusammenrechnen und dann sagen, wie es jetzt aussieht. Da brauchen wir aber gar nicht viel rechnen. Definitiv geht Christian Rückert heute, übernimmt er die Meisterschaftsführung und zwar mit ziemlich gutem Vorsprung. Dann wollen wir mal gucken, wie es die restlichen Rennen zeigen. So, wir gehen mal wieder auf unser Plakat. So, irgendwie schnaufen und schniefen die schon alle hier. Genau. Kommen wir zu unseren Interviews hier. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Norrisring. Ich meine, die Action war vorauszusehen. Es war klar, hier, das ist kein normales Rennen. Und wenn schon alle normalen Rennen, die wir so haben, schon ziemlich actionreich sind, dann muss es hier erst richtig knallen. Vielleicht so als kleines Fazit vorneweg. Der erste Lauf, würde ich sagen, bis auf ein paar Kleinigkeiten erstaunlich problemlos. Der zweite, naja, gut. Kommen wir zum ersten Lauf. Und dann du kannst erstmal dich ganz bequem irgendwo in die Ecke, geh erstmal duschen, du kommst ganz spät dran. Ja, ich weiß es nicht so richtig, ob der René ist überhaupt hier. Ja. Das Jahr war schon ziemlich deutlich. Ja, René, natürlich gratuliere ich dir zu diesem 3. Platz im ersten Lauf, aber ich habe im Laufe des Rennens gesagt, das kann heute meisterschaftsentscheidend gewesen sein. Siehst du das ähnlich? Ja. Was soll ich denn? Ja, du, ich meine, ja. Christian hat ja auch nicht so viel wahnsinnig viel Glück gehabt bisher. Also ja. Von daher aber punktgleich zu diesem Rennen angetreten und jetzt ein Dritter und was war es dann am Schluss? Ich hab's die Tabelle nicht auf. Ein Fünfter, ja. Also, 9. Erzähl mal ein bisschen. Also, ich muss erstmal ganz, ganz dickes Gratulation an die Podiumsplätze da oben schicken. Und ein schwarzes Wochenende für Jägermeister, also eindeutig, das ist... zweites Rennen so ein Pech gehabt jetzt mit dem Start. Das erste Rennen bin ich noch so durchgemogelt, sag ich mal. Aber im zweiten Rennen so böse jetzt.
mit der Startkollision und allem drum und dran. Also das war, boah, Hammer. Also, Ja. von Du mich dann hattest auch, aber ja. im zweiten Rennen auch noch irgendein Problem, weil du warst ja schon mal wieder ein Stückchen vorgekommen und dann ging es nochmal nach hinten, oder? Ja, also ich bin beide Rennen als Bremsklotz benutzt worden und im ersten Rennen war der Diffusor schon im Eimer und im zweiten Rennen war das komplette Auto schon im Arsch, quasi am Start schon kaputtgeschossen und die Reifen haben dann so schnell abgebaut und ich habe dann versucht noch zu pushen, aber ich konnte die Zeiten nicht mehr mitgehen von der Spitze, also Ja, war kann nicht das sein, gut. dass du dann deinem Bruder die Reifen gegeben hast, nachdem wir hinüber waren, weil der ist nämlich dann auch noch richtig gegengeschlittert. Der hat richtig, ja, also er hat gut mitgehalten da vorne, muss ich auch mal sagen. Also Rico hat echt Gas gegeben da und Richtig. bis er dann die ersten Fehlerchen gemacht hat oder den Druck nicht mehr standgehalten hat, den er da aus. Ja. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, es ist nicht das, was du dir von heute, von dem Renntag vom Norrisring erwartet hast, Nein. aber ja, wir werden mal gucken, wir sind erst im fünften Rennen, also von daher, ein bisschen Luft ist noch, das wieder gerade zu biegen, aber gerade bei euch beiden, es wird sehr, sehr, sehr schwer, sowas einmal wieder aufzuholen. Da muss dem Christian, also wenn Christian alle Rennen durchfährt und sich gut positioniert, wird es extrem schwer. Gut, so, dann muss ich sagen, jetzt vergeben wir einen zweiten Platz ins Ösiland und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Edgar, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Bleiben wir erstmal bei dem ersten Rennen. Wenn wir dich hier schon mal haben, ich meine, das war ja relativ, ja, Einfach. ja, da war nichts, ist nichts passiert, oder? Nein, überhaupt nicht. Also Qualifying Zweiter. Also das war schon überraschend irgendwo. Ich dachte so Vierter bis Sechster in diesem Bereich. Aber zweiter Platz, das war eine Überraschung. Starten kann ich ja nicht schlecht. Habe aber beim Start einen Platz verloren an Maxi. Und er hatte zum Glück vor mir einen Fehler gemacht. Und da bin ich relativ leicht vorbeigekommen. Aber zum Christian dann, wie gesagt, einen Dreher hatte ich drinnen, das war nichts. Zum Christian aufschließen ist sich nicht ausgegangen. Also vielleicht ohne Dreher unter Umständen, aber mit dem Dreher war es dann eigentlich ein einsames Rennen. Habe immer hinter mir geschaut, wo ist der René? Einmal war es der Chili, der Mario, dann war es der Maxi, dann war es der René. Also die haben sich gesmasht und das war eigentlich mein Vorteil. Nee, also das war relativ schnell schon in den, ja, Entschieden, nach dem glaube ich, ja. ersten Renndrittel war eigentlich klar, da waren die Abstände so groß, dass ohne irgendwelche Fehler, dass da sich nichts mehr ändern wird. Kommen wir War mal es auch, eben noch ja. zum zweiten Rennen, Edgar, weil da habe ich einfach nicht mitbekommen, was dir passiert ist. Also du bist von 9 gestartet, bist dann Bis zu warst dann vier, Achter. nein, ich bin von 9 auf 4 vorgefahren, habe dann angebremst, wirklich normal angebremst, nicht einmal frühzeitig, sondern normal. Und da jetzt habe ich gerade die Startkollision angesehen. Also der Fred hat da wirklich drei Fahrer abgeschossen, leider. Und auch der Phil, der Ochowski oder Ochewski, Entschuldigung, weiß nicht, wie man das ausspricht, Phil, sorry. Der hat in Dennis, aber sowas von abgeschossen auch. Ja, und nach dem Abschuss war ich dann 12. oder 13., habe mich dann wieder vorgekämpft auf dem 6. oder 7. hinter Phil. Und dann hat er mich in der bin ich innen gewesen und da hat er leider zugemacht, also wirklich zugemacht, dann hat es mich wieder gedreht. Bin wieder auf 13 oder was Ja, genau. zurückgefallen und im Genau, das Endeffekt meine war es ich. dann 5. Also mit dem muss man dann zufrieden sein. Ja, richtig. Also das ist dann tatsächlich so und ja, mein Gott, da kann man. Das ist auf dieser Strecke hier höchstwahrscheinlich doch eine ziemlich schwierige Geschichte und mein Gott, was soll man machen? Genau, du bist Fünfter Ja. geworden, der René ist Neunter geworden vorhin. Entschuldigung, René. Neunter Also, war er, ja, ich wurde ja, Fünfter. genau. Ja, genau. Ich hatte das Quali offen. Ja. Okay. Alles wunderbar. Ja, kommen wir trotzdem erstmal, jetzt gibt es mal ein paar Pünktchen hier und ja, ich hoffe mal, dass die Pechsträhne insgesamt ein bisschen Ende hat. Und ja, mal gucken, was der Rest der Saison noch bringt. So, kommen wir mal insgesamt zum zweiten Lauf, weil den Christian, wie gesagt, den schieben wir mal ganz ans Ende, weil außer Christian haben wir ja 4 weitere Leute dann auf dem Podest. Und ja, André, auf Pol gestanden. Ich habe irgendwann gesagt, du wirst, dass ein Mario Schili und ein Christian Rückert
die ich irgendwann geschnupft habe, das wirst du durchaus verkraften. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du dich über den dritten Platz sehr freust. Ja, ich freue mich natürlich riesig über den dritten Platz. Dass der Christian und der Mario recht schnell vorbeigehen, habe ich vermutet. War dann auch gar nicht so schlecht, weil danach konnte ich das Rennen eigentlich bis zur letzten Runde frei fahren. Ich hatte niemand vor mir. Ja, und das hat mir, glaube ich, dann den dritten Platz beschert. Ja, du hast auch eigentlich auch ganz, ganz nette Rundenzeiten gefahren. Deine beste Rundenzeit war eine 49,984. Ich weiß nicht, ob du die auch in Quali gefahren bist, aber jedenfalls war das für eine Rennrunde doch ganz ordentlich. Und ich denke mal, das war auch von den Abständen her. Wie hast du das so ein bisschen zu Dennis gesehen? Weil, das weiß man ja immer nie so genau, wie der Dennis gerade bei Laune ist. Ich meine, der war ja dann teilweise bis unter eine Sekunde an dir dran. Ja, er war immer so zwischen 1 und 2 Sekunden hinter mir dran, ist immer ein bisschen näher gekommen, dann hat er wieder einen Fehler gemacht, ist wieder näher gekommen und ganz am Schluss hat er dann irgendeinen kleinen Fehler gemacht, ich habe es gar nicht genau gesehen und dann war er recht Genau. schnell weg. Ja, dann waren es dann irgendwie 6 Sekunden, die er Ja. dann da weg war, und dann war die Sache, glaube ich, gegessen für dich. Ja, auf alle sehr, dass das hier für dich geklappt hat. Und naja, gucken wir mal, wie der Rest der Saison verläuft, ob wir uns hier nochmal hören. Ja, genau. Genau. Mario, dieser. Ja, hier. Ja, hier. Ja, nach dem etwas durchwachsenen ersten Lauf, da ist es immer noch ein Platz 4 geworden. Ich glaube, da warst du auch der Glückliche aus der Gruppe, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Naja, obwohl zum Schluss hin hat es dann gepasst, aber ich glaube, du hast zum ersten ganz schön zu tun gehabt am Anfang, ne? Ja, war eigentlich. Ich bin eigentlich froh, dass ich überhaupt starten konnte. Ich habe Grippe am. Ja, am Arsch, sage ich jetzt mal. Und ja, dass die Zeiten drin sind, wusste ich eigentlich. Quali habe ich eigentlich ein bisschen versaut. Aber naja, die Strecke, das ist eher mehr Glückssache oder so, sage ich jetzt Ja, mal. genau. Ja, die ersten 3 Runden auf jeden Fall. Und wenn man da gut durchkommt, dann, wenn man es dann konstant zu Ende fahren kann, passt es eigentlich, Ja, ja. ja. Du hast ja, Und ja, glaube, wenn sorry an ich. René, ne, für den kurzen Dreher da. Aber. Ja, da bin ich selber auf der Bordstein gekommen beim Anbremsen und man weiß ja, wie schnell man abfliegt hier. Ja, Aber es ist ja noch mal gut gegangen. das haben wir deutlich gesehen. Mario, du hattest ja im freien Training, ich glaube, die beste Zeit. Ja, ich habe es irgendwie im Aber Quali nicht hinbekommen. im Quali war nichts zu machen. Woran lag es? War es der Verkehr oder Nö, ging es einfach eigentlich, nicht? nö, da war eigentlich recht gut getimt. Eigentlich, ja, das ist halt, ich weiß nicht, manchmal kriegt man den letzten Sektor gut. Dann reißt es manchmal einiges raus. Ja, es ist halt, manchmal klappt es, manchmal Okay, nicht. alles klar. Und ziemliche Buckelpiste hier, das weiß ja jeder. Also, Ja, genau. das ist daher. Ja. Und der zweite Lauf, ja, was soll ich sagen? Christian war klar, nach 10 Runden war besser, ihn ziehen zu lassen, hat mich eh verbremst, also daher war das dann okay. Konnte zwar noch ein bisschen dranbleiben, aber habe dann auch meine Fehler drin gehabt und ja, bin auch nicht recht glücklich da, dass der Mike nicht da ist. Ein paar Teampunkte eingefahren war wichtig. Genau. Und naja, schauen wir mal. Nächstes Rennen ist wieder eine gute Strecke, sage ich jetzt mal. Eine normale Strecke, Silverstone. Und da macht Ja. es wieder bestimmt Spaß. Ja. Ja. Naja, war gut. Alles klar. Trotzdem nochmal, nee, nicht trotzdem. Einfach nochmal Glückwunsch zu dem Ja, zweiten Platz und danke. zum vierten im ersten Lauf. Also eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis heute. Und ja, toi 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 für die Zukunft. Ja. Christian, mein kleiner Affenarsch, jetzt hat's Ja, endlich Lutz. mal geklappt. So richtig mit Doppelsieg, so mit allem drum und dran. Ja, Hab nicht genauso alle kann man Rennen es beschreiben. moderiert, ja, aber ich glaube, es war der erste Doppelsieg die Saison, oder? Das war der erste und ich bin absolut glücklich, gerade hier in, ich sag, am Norrisring, Heimatstrecke, dann Genau. sowas zu packen, dann ist man natürlich extrem erfreut. Ja, na, nicht nur Heimatstrecke und jetzt sondern dieser Doppelsieg kam ja nun für dich auch wirklich, also passender geht's gar nicht mehr. Punktgleich mit dem René in der Meisterschaft und dann so ein Ergebnis einfahren, unabhängig davon, auf welchen Plätzen jetzt der René ins Ziel gekommen ist. Aber einfach vor René zwei Sieger einfahren, gut, hinter René kann man keine Sieger einfahren, aber du weißt, was ich meine. Von daher, ja, ist ja dann heute Abend, weiß ich nicht, ein Bier, ne? Ja, oder zwei. Ja, genau. Also, ich sag mal, ich glaube, zum Rennen musst du nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil so wirklich spannend war das nicht für dich, oder?
Ja, das erste Rennen war Gott sei Dank ziemlich langweilig. Der Sieg, den habe ich dann konstant eingefahren. Und das zweite Rennen, da war dann das, was in den letzten Rennen ein bisschen gefehlt hat. Das Glück, was da gefehlt hat, war jetzt am Start komplett dabei. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Der Micha, nee, ich weiß nicht, wer es war. Tut mir leid. Irgendeine Frikadelle hat sich am Start gleich gedreht. Da musste ich dann hinterm René bremsen. Man hat gar nicht gesehen, was da los ist, aber ich kam gut durch. Und Phil Ostaszewski und der Fred Donke haben sich da leicht berührt. Dadurch habe ich einen riesen Schlag hinten aufs Auto bekommen, habe mich weggedreht. Dann kam ich doch noch um die Kurve ohne Schaden und dann sah ich einen René neben mir und dachte, jawohl, schöner Zweikampf. Und dann hat er sich irgendwie weggedreht. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt bleibe ich hinter Mario so lange wie es geht. Um einfach, wenn ich weiß, René ist hinten, dann muss man nicht auf Sieg fahren, um die Punkte einfach sicher heimzukriegen. Und da hat er sich verbremst und dann konnte ich durch. Und dann war es Gott sei Dank auch wieder ziemlich einfach. Wobei ich sagen Naja, muss, am also. Anfang, die ersten 10 Runden war jetzt nicht so, dass ich da langsam gemacht hätte. Ich wollte schon dranbleiben am Mario, aber ich kam einfach nicht vorbei. Man hat es ja, glaube ich, gesehen. Ja, Drei, ja. vier Mal habe ich es probiert, aber ist nicht so, dass er langsam war. Ihm ist dann bloß am Schluss wahrscheinlich die Konzentration ein bisschen flöten gegangen. Ja, Ja, genau. so würde ich es würd ich's auch Du hättest sehen. nicht mal lesen müssen. Schöner Genau. ist, ne? Ja, so komische Flecke am Bildschirm. Ja. Ich dachte, wir Naja, haben ich sag kein mal, Regen-Plugin. Christian, wenn man in der drittletzten Runde noch die schnellste Rennrunde fährt, dann ist das nicht ganz glaubwürdig, was du da eben erzählt hast. Aber, Ja, am Schluss habe ich dann gepusht, da wollte ich es dann ach wissen. so, Aber okay, ich habe ja alles nicht gesagt, klar. dass ich langsam gemacht habe. Gegenteil, ich wollte Ja. nur nicht auf Gedeih und Verderb am Mario Ja. vorbei, weil in Monaco hat es ja auch zweimal gekracht bei uns, wo ich mir gedacht habe, na, das musste nicht sein von meiner Seite aus. Ja. Und ich denke, das war heute alles sauber und so, wie es gehört. Na. Auf alle Fälle, trotz der, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 19 Autos, am Schluss ja, oder dann waren es ja irgendwann nur noch 18, unglaublich schönes Rennen. Nicht alle werden das so sehen, aber ich fand es wirklich sehr, sehr unterhaltsam, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen, vielen Dank an die Zuschauer, vielen, vielen Dank an unsere Akteure vor allem und dann, ja, bis auf in 3 Wochen, ne? So ist es doch, oder sind wir in 14 Tagen wieder dran? Hey, 3 Wochen. In sind 3 Wochen jetzt, genau. Yep. Also, Silverstone. in Silverstone, genauso sieht's aus. Also, bis dahin, ich wünsche euch was, habt euch wohl, Gleichfalls. schöne Woche und vielen, vielen Dank nochmal. Bye, bye. Bye bye.